Fläche ist 5000, so circa 6000 Quadratmeter. Ja. Das ist brutto und netto circa 3000. Ah, ja. Früher war die Buchmesse, anfangs war sie nur auf dieser Ebene. Und jetzt ist sie im ganzen Haus und ich werde Ihnen alle Ebenen zeigen, wo was stattfindet. Super. Werden hier denn auch Rechte gehandelt, also Rechte verkauft? Ja. Ist es die einzige russische Messe, die eigentlich wirklich mit den Rechten handelt. Ah, ja. Hierher kommen viele ausländische Literaturagenten. Ah, ja. Ich habe gestern zum Beispiel Thomas Wittling schon begegnet, der Bettina Niebe und Thomas Wittling Agentur hat und die führen osteuropäische und südeuropäische Literatur. Ah, ja. Also viele Agenten kommen hierher und interessant ist, dass sie in erster Linie nicht danach suchen, an wen sie ihre Titel, sondern sie interessieren sich für russische Autoren in erster Linie. Ah, ja. Und das ist die einzige Messe, wo wirklich viele Autoren mit Literaturagenten Gespräche führen können und Verlage auch. Bei uns ist es anders als in Deutschland. In Deutschland haben alle Rechte Verlage in der Regel. Und bei uns gibt es viele Autoren, die entweder Literaturagenten haben oder die eigene Rechte führen. Ah ja, das heißt, man verhandelt teilweise direkt mit den Autoren hier auch. Ja, genau. Ah ja, spannend. Genau. Das ist eine Nuance. Gut, super. So. Das ist wirklich eine ausländische Buchmesse. Hier, wir können diese Reihe durchgehen und sehen, welche Länder hier vertreten sind. Schweden. Tschechien. Japan. Hier gibt es einen sehr berühmten, diesmal auf der Buchmesse gibt es einen berühmten japanischen Autoren, der war gestern bei der Pressekonferenz dabei. Man sagt, das ist Nummer 1 in Japan, der Autor. Das ist Belgien. Belgien, Frankreich. Ja. Das wundert mich, dass es dieses Mal alles nur auf Russisch steht. Ja, das ist immer ein Problem auch in russischen Buchmessen. Man nennt sie internationale Buchmesse und dann ist letztendlich alles auf Russisch. Toilette auf Russisch, Restaurant auf Russisch, alles. Hier kann man zumindest Institut Français. Ja, genau. Aber sonst ist das immer ein... Ja. Eine Minute unterbrechen wir.